Hallo, ihr seht jetzt blöderweise hier so den Wasserhahn. That's live. Weil ich bin jetzt gerade nur ganz schnell bei Cars mit Jenny gewesen und will euch nur ganz schnell abdrehen, was ich gekauft habe. Ich hole jetzt nicht extra das Stativ raus. Bei den Temperaturen schmilzt mir sonst alles schneller, als ich gucken kann. Das seht ihr jetzt schon, wenn ich das hier nur so raushole. So, da müssten es eigentlich auch zwei von sein. Fangen wir mal an. Also, zweimal Latte Espresso Strong Coffee and Milk. Ich bin im Moment total so auf diesen Latte Macchiato Dinger. Ihr kennt das ja eh schon bei mir, aber im Moment extrem. Dann Coffee and Milk Latte Macchiato Creamy. Also immer zwei Stück. Dann zweimal den Latte Macchiato Iced Coffee. Der ist richtig lecker. So, zweimal den S-Budget Latte Macchiato. Irgendwie kommt mir S-Budget vor, aber ach so, ich glaube sogar aus Holland. Ich weiß es gerade nicht so genau. Also der schaut dann so aus. Man ploppt da drauf, ohne dass es fällt. So, zweimal den Iced Cold Coffee von Jumbo Cappuccino. Also ist definitiv eine niederländische Marke. So, dann alles Müllermilch. Und zwar einmal Himbeergeschmack. Preise, wie gesagt, blende ich euch ja wie immer ein. Da mussten zwei mit, einmal meine Männer, einmal ich. Und zwar weiße Schokomacadamia mit Schokomacadamia-Geschmack. Dann habe ich hier einmal den Typ Haselnusswaffel. So, und die hatte ich euch jetzt schon mal gezeigt. 1,30 Euro hatte ich ja, nur 1,20 Euro, immer noch 1,20 Euro. Dafür musste der einfach mit. Dann sechsmal, ich hole jetzt nicht alle für euch raus, sechsmal den Joghurt mit der Ecke Genussmomente alla Pistaccio Amaretini. Joghurt Typ Pistazie mit Mini Amaretini. Da durften mal 6 Stück mit. 3, 4, 5, 6. Zweimal Exquisa und zwar einmal 0,2 mit Kirsche und einmal der Natur. Den nehme ich dann wieder für mein Porridge-Gedöns. Dann hatten die jetzt auch gar nicht für so viel Geld von Lukas Podolski den Straßenkicker Barbecue Bratwurst. Nicht, weil wir Fußballfans sind, sondern ich fand den Preis günstig von der Bratwurst. Dann die Bärchengeflügel Schlawiner. Die sehen auch niedlich aus hier, ne? Mit diesen Pfoten, mit diesen Tatzen, Bärentatzen. Fand ich total niedlich. Dann Fini Modena Antica Bottega Tortellini Emiliani. Also ich hoffe, das heißt mal roher Schinken. Ich habe es jetzt mal einfach aufgrund der Abbildung mitgenommen. Was steht denn jetzt hier jetzt? Frische Eierteig waren gefüllt mit Rohschinken, Mortadella und Parmigiano Reggiano Käse. Also so ganz kleine Mini sind das, ne? Aber reicht fürs Abendessen. So, für zwischendurch, wenn Männer mal Hunger hat und Frauchen ist nicht da, Reissnackpot von Knorr. Und zwar Chili con Carnes Teil, habe ich vorher noch nie gesehen. So, und dann lassen wir es fallen. So, und zwar hier bitte, blub, den habe ich euch gezeigt, hier. Und zwar Vollkornsaftiges von Lieken Urkornwaffe für 99 Cent. Muss ich jetzt wohl aus der Verpackung holen, weil die haben das blöderweise am Fenster stehen und da hat das wie Sau geschwitzt. So, das war jetzt mein Einkauf. Ich glaube, Jennys Einkauf kann ich auch noch schnell zeigen, weil den müssen wir auch noch unterbringen. Also das war übrigens alles für noch keine 20 Euro.